Eng Demokratie braucht Institutionen an Organisationen für zu funktionieren. Politik muss das ganze Spektrum von Überzeugungen aufdecken. Dafür gibt es unterschiedliche Parteien, und so steht es doch an unserer Verfassung. CSV, wie die anderen Parteien noch, besteht aus Membern und aus den gewählten Mandatären auf lokalem, nationalem und europäischem Niveau. Die Mandatären kommen im Nationalkongress zusammen, für prinzipielle Decisionen zu holen, die dann von den Gewählten an politische Aktionen übersät gehen. Regelmäßig, so wie das dieses Jahr der Fall ist, geht auch die Spitze von der Partei erneuert. Der nächste Kongress steht für unter dir, den 19. März, sind Parteimembern an der Maison du Savoir von der Uni um Bellwald zusammen und da geht ein wichtiger Reformprozess aufgeschlossen. CSV hat sich neu abgestellt, die Statuten sind reformiert gehen, der Grundsatzprogramm als überschafft gehen, Partizipation an Kommunikation, noch bannen mit den Membern und noch bausen mit den Bürgern, als verbessert gehen. Der politische Prozess soll nicht mehr von oben nach innen, mehr von innen nach oben, also direkt von der Basis hier, funktionieren. Die Membern gehen noch mehr stark mit angebunden und die Decisionsprozesse sind mehr offen, mehr partizipativ. Auch steht ein Dialog mit dem Bürger am Zentrum von unserer politischen Arbeit. Weil nicht mehr, wenn man dem Bürger nachlauscht, als er solche Meinungen erstellt, kann er eine erfolgreiche Politik machen. Den Dialog nach innen und nach außen führen wir auf Basis von den gemeinsamen Überzeugungen, die CSV ausmachen. Es sind Werte, die für uns all wichtig sind. Und sie sind am Grundsatzprogramm festgehalten. Das Programm wurde unter der Leitung von François Hetto und von Serge Wilmes überschafft. Über die neue Version wird im Kongress diskutiert, argumentiert gehen und dann aufgestimmt. Als Werte aber, die bleiben selbstverständlich dieselben. Solidarität, Respekt, Solidität, Ersatz für den Wohl von der Allgemeinheit. Für CSV steht nämlich der Mensch am Mittelpunkt von der Politik. Und von der Basis aus gehen als politische Aktionen dann dirigiert. Das ist auch die Richtung, die die drei CSV-Deputierten zu Brüssel und zu Straßburg wollen. Neben dem Wort über das Grundsatzprogramm wählt der Kongress aber auch eine neue Parteispitze. Mit vorab dem Parteipräsident, dem Marc Spautz, den sozusagen der Chef der Orchester ist. Aber in der Musik muss hier an der Partei dafür sorgen, dass es kein falsches Zwischentein am Konzert gibt und dadurch Solisten sich und Partitur halten. Er sorgt also hin für die Harmonie an dem Ganzen. Aber wie das Orchester auch soll sein, müssen die Rollen klar verteilt gehen. Den Geist spielt, lässt Fanger von der Trompette und von der Trommel. Mit alle Gruppen zusammen müssen wir die gemeinsame Partitur respektieren und auf den Dirigent, den Spautzenmark, lauschen. CSV wird nach diesem Kongress gut abgestellt sein für die nächsten Herausforderungen. An der Chambre geht weiter eine konstruktive Oppositionspolitik gemacht. Wisst ihr, bei den Fehlern, die als Regierung möchte, ist es ja wichtig, dass konkret Verbesserungen für die Bürger proposiert gehen. Und dass die Bürger auch verstehen, dass die CSV-Alternativen fähig sind, für die Sachen zu ändern. Mit den starken Kandidaten, die es werden bei den nächsten Wahlen, die kommunal, die national, die europäisch, vertreten, können wir dann die Ideen auch in Praxis umsetzen. Wir wissen, für was wir stehen. Und wir wissen, was wir für Lützeburg an den Bürger erreichen wollen. Drei neue Motto von unserem Grundsatzprogramm: Jeder Einzelne zählt.